Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liebe Gäste des Naturhistorischen Museums, leider war unsere große Mondausstellung, die wir im Oktober 2019 zum Jahrestag sozusagen der 50-jährigen Jubiläums der Mondlandung eröffnet haben, jetzt 2 Monate lang nicht besuchbar aufgrund der Virusepidemie. Wir hoffen aber, dass Sie in den letzten 2 Wochen des Mai noch die Gelegenheit nutzen werden, unsere wunderschöne Mondausstellung besuchen zu können. Für die, denen auch das nicht mehr gelingt, hier eine kurze Führung, die ich als Generaldirektor des Hauses, der auch mitverantwortlich war für die Gestaltung dieser Mondausstellung, gerne noch Sie durch diese Ausstellung führen möchte. Wir sind hier im ersten Saal unserer Mondausstellung, sozusagen die Einstimmung einer Mondausstellung. Worum geht es hier bei dieser Ausstellung? Wir haben uns gedacht, wir machen nicht eine ganz normale Ausstellung, so wie viele andere, wo es hauptsächlich um die Raumfahrt geht oder auch hauptsächlich um Kunstobjekte, sondern wir möchten gerne den Mond in all seiner Vielfalt zeigen, der Einfluss des Mondes auf den Menschen, auf die Tiere, auf das Fortpflanzungsverhalten mancher Tiere, aber auch der Einfluss des Mondes auf die Erde. Wie sehen wir den Mond von der Erde? Wie ist der Mond als astronomisches Objekt? Wie ist der Mond aber auch als geologisches Objekt? Woraus besteht der Mond? Wie ist der Mond entstanden? Wie erforschen wir den Mond? Das ist eine ganz, ganz breite Vielfalt. Und hier in diesem ersten Raum zeigen wir einige historische, kartografische Darstellungen des Mondes, zum Beispiel frühe Mondkarten aus dem 17. Jahrhundert, knapp nachdem der Mond zum ersten Mal mit Teleskopen von Galileo Galilei beobachtet wurde. Wir haben hier wunderschöne Darstellungen von Hevelius, von Riccioli, aber auch von anderen. Wir haben aber auch hier den Mond als Objekt, die die Menschen beeinflusst hat, zum Beispiel einer der ersten Filme von 1902 von Méliès, der Flug zum Mond, aber auch Darstellungen des Mondes in Gemälden, in alten Dioramen, in Bildern, sozusagen, wir stimmen uns auf den Mond ein. Im zweiten Kabinett der Mondausstellung zeigen wir den Mond als astronomisches Objekt, wie er uns am Himmel erscheint. Jeder natürlich kennt den Mond, den Vollmond, den Halbmond, wie er am Himmel erscheint. Der Mond, ein wunderbar leuchtendes Orb im Himmel, das in der Nacht sogar Licht spendet. Und wir wissen vielleicht auch, dass es ungefähr einen Monat dauert von Vollmond zu Vollmond. Aber es gibt hier ein paar Dinge, die wir hier auch zeigen und erklären, die vielleicht nicht jeder gleich weiß. Beispielsweise, es dauert zwar 29,5 Tage von Vollmond zu Vollmond, aber wenn wir uns den Mond im Weltraum ansehen, dann braucht er einmal um die Erde herum genau 27,5 Tage. Und es stellt sich natürlich die Frage, was ist da der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass im Raum braucht der Mond einmal um die Erde 27,5 Tage, aber Vollmond ist eine Leuchterscheinung, wo der Mond von der Sonne beleuchtet wird. Und sozusagen es steht in der Reihenfolge zuerst die Sonne, dann die Erde und dann der Mond. Um aber diese Leuchterscheinung wieder zu haben, müssen wir berücksichtigen, dass sich die Erde ja in einem Jahr um die Sonne bewegt. Das heißt, während der Mond 27,5 Tage um die Erde läuft, ist die Erde schon ein Stück weiter in ihrer Bahn um die Sonne gelaufen. Das heißt, um dieselbe Konstellation wieder zu erreichen, dass der Mond wieder voll ist, braucht es noch 2 weitere Tage, eben 29,5 Tage. Das ist auch von Neumond zu Neumond. Also das ist eines dieser Dinge, die vielleicht nicht jeder weiß. Da gibt es noch was sehr Spannendes. Der Vollmond, wenn wir die Lichtstärke des Vollmondes als 100% annehmen und wir fragen, na, wie hell ist denn im Vergleich dazu der Halbmond, dann würde fast jeder sagen, ja, halb so hell, also 50%. Nein, ist es eben nicht, sondern nur ungefähr 10%. Das ist der Mond, der Vollmond ist 10-mal heller als der Halbmond und nicht nur doppelt so hell. Warum ist das wiederum? Weil der
Vollmond, da wird das Licht der Sonne direkt zur Erde zurückreflektiert und es gibt keine Schatten. Beim Halbmond hingegen gibt es sehr, sehr viele Schatten und das Licht der Sonne kommt von der Seite von 90 Grad entfernt. Das heißt, es wird sehr viel in die andere Richtung zurückgesteuert und daher geht nicht so viel zur Erde. Und das heißt, wenn Sie eine Zeitung unter Vollmond lesen können, dann werden Sie unter dem Halbmond keine Chance mehr haben. Auch das zeigen wir hier sehr schön in dieser Ausstellung. Und noch etwas können Sie hier bei uns auch sehen, aber natürlich auch anderswo. Das zum Beispiel, wenn wir uns den Mond so anschauen, den Vollmond, und wir verfolgen die Lichtgestalt des Mondes, von Neumond über Halbmond zu Vollmond, dann sehen wir, dass der Mond so eine ganz, ganz seltsame Art von Wobbeln, eine komische Figur aufführt. Man sieht nämlich etwas mehr auf der einen Seite, etwas mehr auf der anderen Seite, aber das Ganze macht so eine seltsame Figur. Warum ist das so? Weil der Mond sich in einer elliptischen Bahn um die Erde befindet und rotiert um seine Achse ganz normal um 27,5 Tagen, nämlich genauso lang wie um die Erde braucht, einmal um seine Achse. Aber weil er sich auf einer elliptischen Bahn bewegt, bewegt er sich in Erdnähe schneller als in Erdferne. Das heißt, einmal sehen wir ein bisschen mehr auf der einen Seite und einmal sehen wir ein bisschen mehr auf der anderen Seite. Und zusätzlich noch ist die Mondbahn gegenüber der Erdbahn um ungefähr 6 Grad geneigt. Das heißt, einmal schauen wir sozusagen unten drunter auf den Mond auf der einen Seite und auf der anderen Seite schauen wir oben drauf. Und in Kombination, die eine Bewegung ist so eine Bewegung, die andere Bewegung ist so eine Bewegung, und in Kombination macht es diese seltsame Wobbelbewegung, die wir auch im Zeitraffer sehen können. Und das bedeutet, dass wir nicht nur die Hälfte des Mondes sehen, sondern ungefähr 60% der Mondoberfläche. Der Mond bewegt sich um die Erde und im Monatslauf bedeutet es, dass einmal der Mond sozusagen zwischen Sonne und Erde im Weltraum steht und einmal auf der anderen Seite voll beleuchtet ist. Nun wirft die Erde einen Schatten in den Weltraum und es kann durchaus sein, dass der Mond durch diesen Erdschatten durchgeht. Wenn das so ist, dann verfinstert sich der Mond und wir haben eine sogenannte Mondfinsternis. In so einem Fall ist der Mond aber nicht komplett schwarz, ganz dunkel, sondern so leicht orange-rötlich, weil nämlich die Sonnenstrahlen in der Erdatmosphäre gebrochen werden und ein bisschen in den Erdschatten hineinleuchten. Der Mond braucht, wenn er durch den Kernschatten der Erde durchgeht, ein paar Stunden. Man sieht also eine Mondfinsternis meistens von der gesamten Hemisphäre aus, von dem der Vollmond normalerweise sichtbar wäre. Und es dauert dann halt bis zu mehreren Stunden, dass dieser dunkle rote Mond am Himmel zu sehen ist. Andererseits kann es aber auch sein, dass auf der anderen Seite, wenn der Mond sozusagen zwischen Sonne und Erde steht, der Mond sich vor die Sonne schiebt. Und jetzt ist es ein interessanter Zufall, dass der Durchmesser des Mondes am Himmel praktisch genau gleich ist wie der Durchmesser, der scheinbare Durchmesser natürlich, der Sonne am Himmel. Obwohl der Mond 400 mal kleiner ist als die Sonne, ist die Sonne halt 400 mal weiter weg. Aber der Durchmesser von Sonne und Mond, der scheinbare am Himmel, ist ungefähr ein halbes Grad. Wenn sich also jetzt langsam der Mond vor die Sonne schiebt, dann fällt der Schatten des Mondes auf die Erde. Nachdem der Mond aber sehr klein ist, ist auch der Schatten des Mondes auf der Erde relativ klein und bedeckt nur maximal ein paar hundert Kilometer im Durchmesser. Die Erde dreht sich drunter weg und jetzt sieht man also eine Sonnenfinsternis immer nur von so einem dünnen Streifen auf der Erde. Für jeden Punkt auf diesem Streifen allerdings dauert eine Sonnenfinsternis maximal einige wenige Minuten. Das heißt, einerseits ein sehr seltenes Ereignis, weil für jeden Punkt auf der Erde kommt das nur relativ selten vor. Beispielsweise haben wir hier ein Bild, das eine Sonnenfinsternis zeigt, die von Wien zu sehen war, zwar im Jahre 1842. Das war die letzte totale Sonnenfinsternis, die auch von Wien zu sehen war. So etwas Seltenes.
Warum passiert übrigens eine Finsternis nicht jedes Monat? Weil die Bahn des Mondes zur Erdbahn um die Sonne ungefähr 6 Grad geneigt ist und in den meisten Fällen der Mond unter dem Erdschatten drunter oder drüber geht und auf der anderen Seite der Mond über der Sonne oder unter der Sonne durchgeht. Und deswegen sind solche Finsternisse nicht sehr oft zu sehen. Sonnenfinsternis ganz, ganz selten für einen bestimmten Ort auf der Erde. Mondfinsternisse ungefähr 1 bis 2 Mal im Jahr. So, im 4. Saal unserer Mondausstellung beschäftigen wir uns mit einem sehr direkten Einfluss des Mondes auf die Erde, nämlich über die Schwerkraft. Das sind die sogenannten Gezeiten. Der Mond ist ein Körper, der ist ungefähr 1/4 so groß wie die Erde, hat daher natürlich auch eine viel geringere Masse, hat aber doch eine Auswirkung, eine Anziehungskraft auf die Erde, und zwar natürlich ganz besonders auf die leicht beweglichen Teile, nämlich den Ozean. Jetzt gibt es große Bereiche in den Küstengebieten der Erde, das sind die sogenannten Wattmeere, von denen wir hier ein Modell haben, wo das Leben komplett abhängt von den Gezeiten, daher vom Mond. Ohne den Mond gäbe es diese Wattmeere nicht, gäbe es diese Lebensformen nicht, diese ganz besonderen Lebensformen nicht. Jetzt ist aber auch noch etwas, was wir hier lernen können aus diesen Ablagerungen. Es gibt nämlich sogenannte Gezeitenablagerungen, die nennt man Tidalite, wo durch die Bewegung des Mondes, durch diesen Gezeitenhub, wird sehr viel Sediment hin und her bewegt, vor allem bei Flussmündungen, aber auch im flachen Wasser, in Küstengebieten. Und es gibt jetzt eine sogenannte Springflut und eine Nippflut. Das ist dann, wenn die Gezeitenkräfte von Sonne und Mond sich entweder addieren oder subtrahieren. Da haben wir eine Springflut, wenn sie addiert sind, und eine Nippflut, wenn sie sich subtrahieren. Weil der Mond manchmal mit der Sonne in einer Linie steht und manchmal steht er halt 90 Grad entfernt von der Sonne. Die Sonnengezeiten auf die Erde machen ungefähr die Hälfte der Mondgezeiten. Jetzt ist es so, dass diese Ablagerungen über geologische Zeiträume zu Gesteinen werden, diese Tidalite eben, und die erzählen uns jetzt, wie das Verhältnis von Sonnenumlauf, also der Bewegung der Erde um die Sonne, zum Mondumlauf um die Erde ist. Und daraus haben wir beispielsweise gelernt, es gibt jetzt solche alte Gezeitenablagerungen, wir zeigen hier beispielsweise in unserer Ausstellung ein ungefähr 900 Millionen Jahre altes Objekt her, das aus den USA stammt, aus Utah, wo die Gezeitenablagerungen dokumentiert sind. Und die zeigen uns beispielsweise, dass damals der Mond viel näher an der Erde war, als er es heute ist. Und daher die Umlaufsperiode des Mondes um die Erde eine viel kürzere war. Die ältesten derartigen Gezeitenablagerungen, die wir auf der Erde kennen, sind über 3 Milliarden Jahre alt und zeigen uns, dass damals der Mond ungefähr halb so weit entfernt war von der Erde, wie er es heute ist. Das heißt, damals waren die Gezeitenkräfte des Mondes auf die Erde viel, viel stärker. Aber auch umgekehrt, die Gezeitenkräfte der Erde auf den Mond waren sehr stark und haben unter anderem dazu geführt, dass uns der Mond immer die gleiche Seite zeigt. Das ist eigentlich der Grund dahinter, warum wir immer dieselbe Seite sehen. Das heißt, der Mond braucht einmal so lange um seine Achse, genauso lange wie er um die Erde braucht. Wir haben also aus verschiedenen Untersuchungen, aus geologischen Untersuchungen, aber auch rezent, aus direkten Messungen der Mondbahn gelernt, dass sich der Mond langsam immer weiter von der Erde entfernt. Wird er irgendwann einmal in den Weltraum verschwinden? Nein, das geht gar nicht, sondern der Mond versucht sozusagen die Erde zu bremsen und das tut er auch, das heißt, wir verlieren dadurch Energie. Die Rotation der Erde wird durch die Abbremsungskräfte, die Gezeitenkräfte des Mondes immer langsamer. Ein weiteres Beispiel für die sehr interessante Wechselwirkung zwischen Erde und Mond. Im ersten großen Saal unserer Mondausstellung ist das zentrale Objekt
das sogenannte Museum of the Moon des englischen Künstlers Luke Jerram. Dieser Saal hier ist sozusagen ein Stimmungsbild. Er soll zeigen den Einfluss des Mondes auf die Biologie, aber in zweierlei Hinsicht. Einerseits haben wir hier Objekte, die zeigen, welche Tiere, das sind vor allem einfache Tierarten wie zum Beispiel Würmer oder Seeigeln und ähnliche Meereslebewesen, wie deren Reproduktionsverhalten vom Mond abhängt, und zwar ganz besonders vom Mondlicht, weniger von den Gezeiten. Andererseits zeigen wir aber auch hier den Einfluss des Mondes auf uns Menschen. Der Einfluss des Mondes auf uns Menschen ist ein vielfältiger. Schon im Altertum haben sich die alten Kulturen, wie beispielsweise die Babylonier, die Ägypter, die Griechen, die Römer, aber auch andere Kulturen mit dem Mond beschäftigt. Der Mond war ein Zeitgeber, der Mond war aber auch Faszination. Es gibt beispielsweise hier eine Reproduktion der berühmten Himmelsscheibe von Nebra aus Deutschland, aus der Bronzezeit, die zeigt, wie damals die Menschen schon den Mond in ihre Kalenderrechnungen vielleicht mit einbezogen haben. Wir haben Idole aus Rom, aus Ägypten und ähnliche Dinge hier auch, die wir zeigen, sogar aus der Hallstattzeit aus Österreich. Andererseits hat der Mond aber auch die Menschen beeinflusst auf eine künstlerische Art und Weise. Und wir haben hier in diesem Raum als Hintergrund sozusagen viele Gedichte gezeigt, die den Mond als Inhalt haben. Wir haben aber auch, und dazu kommen wir dann noch etwas später, verschiedene künstlerische Positionen ausgewählt aus den verschiedenen Kunstrichtungen, beispielsweise Grafik, Malerei, Musik und Film, die sich mit dem Mond auseinandersetzen. Eine ganz besonders interessante Geschichte möchte ich aber hier erzählen. Und zwar haben wir eine sehr alte Fotografie, oder eigentlich zwei alte Fotografien des Mondes aus dem Mitte des 19. und Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die wir hier zeigen. Und wenn man sich solche alten Fotografien ansieht, dann sieht man, dass der Mond ein bisschen unscharf erscheint, ganz einfach deswegen, weil damals auch die Belichtungszeiten sehr lang waren und die Auflösung der Fotoplatten noch nicht wahnsinnig gut, aber sie zeigen den Mond sehr schön. Andererseits haben wir Mondaufnahmen, die in einem Buch sind, aus dem Jahre 1874 von Nasmyth und Carpenter. Und diese Mondaufnahmen sind ganz fantastisch scharf. Und jetzt fragt man sich, wenn man da genau hinsieht, wie ist es möglich, dass die 1874 wahnsinnig scharfe Mondaufnahmen gemacht haben, aber so um 1900 herum viel weniger scharfe Mondaufnahmen. Was steckt da dahinter? Was da dahinter steckt, ist was ganz Interessantes. Die Leute, Nasmyth und Carpenter, haben damals nämlich nach Fotografien und Zeichnungen die Mondlandschaften im Studio nachgebaut und die vor Ort direkt fotografiert, ohne störende Erdatmosphäre und mit viel längerer Belichtungszeit. Deswegen sind ihre Aufnahmen so viel schärfer. So viel Aufwand haben damals Astronomen betrieben, um dem Menschen den Mond nahezubringen. Der Mond hat nicht nur unsere alten Kulturen fasziniert, sondern natürlich auch Künstler im Laufe der Jahrhunderte. Wir zeigen auch in dieser Ausstellung eine ganz kurze, nicht unbedingt repräsentative Auswahl für den Einfluss des Mondes auf Kulturen und auf Kunst her. Beispielsweise ist sowohl in der lateinamerikanischen Mythologie, aber auch in Japan und in Ostasien die Figur, die man im Mond erkennt, nicht die Frau im Mond oder der Mann im Mond, sondern der Hase im Mond. Und hier haben wir als Beispiel der Auseinandersetzung der modernen Kunst mit diesem Thema drei Bilder der amerikanischen Künstlerin Donna Jalufka, die sich mit dem Thema Hase und Mond auseinandergesetzt hat. Wir zeigen aber auch wunderbare Werke her, zum Beispiel eine großformatige Kohlezeichnung,
des bekannten amerikanischen Künstlers Robert Longo, der den Mond, den Vollmond zeigt, oder die berühmte Darstellung des Drachen auf dem Mond des österreichischen Künstlers Clemens Brosch. Das sind Darstellungen aus der Grafik, wie zum Beispiel auch eine sehr schöne grafische Arbeit von Florian Raditsch, eine Arbeit von Robert Rauschenberg und anderen, die im Wesentlichen der Malerei und der Grafik zuzuordnen sind. Dann haben wir aber auch eine Hörstation, wo wir Beispiele aus der vielfältigen Erscheinung des Mondes in der Musik zu Gehör bringen können. Das reicht von klassischen Darstellungen wie Haydn beispielsweise, Il Mondo della Luna, seine Oper oder die Mondscheinsonate von Beethoven, bis natürlich zu moderneren Darstellungen im Jazz oder in der Populärmusik, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon und andere Dinge. Wir haben aber auch, und das ist eine Besonderheit, auf die wir hier sehr stolz sind, eine Installation einer filmischen Arbeit des bekannten amerikanischen Filmemachers James Benning mit dem Titel Two Moons, die spezifisch für unsere Ausstellung gemacht wurde, die alterniert mit einer anderen Darstellung, filmischen Darstellung von Benning mit dem Titel El Cohen, wo er eine Mondfinsternis in Oregon in den USA mitgefilmt hat. Das sind nur Beispiele dafür, wie hier künstlerische Einflüsse auf den Mond, des Mondes auf die Erde, auf die Künstler zu sehen sind. Was wir hier auch zeigen, ist ein weiterer Einfluss, nämlich auf die Politik, auf die Wissenschaft, der Wettlauf zum Mond. Es hat begonnen natürlich mit Sputnik 1957, als der erste Satellit in eine Umlaufbahn um die Erde ging, war dann der Wettlauf zwischen der Sowjetunion und den USA. Wer schafft es zuerst zum Mond eröffnet? Und das Ganze beginnt dann auch mit einer berühmten Rede, die der damalige amerikanische Präsident John F. Kennedy gehalten hat, sozusagen, dass man vor Ende der 60er Jahre einen Menschen zum Mond und sicher wieder zur Erde zurückbringen soll. Das Apollo-Programm war sozusagen geboren und wir zeigen auch hier einige wichtige historische Schritte, die dazu geführt haben, dass dann tatsächlich 1969 der erste Mensch auf dem Mond landen konnte. Ja, in den 1960er Jahren gab es einen Wettlauf zum Mond. Es gab sowohl von sowjetischer Seite wie auch von amerikanischer Seite viele Raumsonden, unbemannte Sonden, aber auch bemannte Raumfahrt, die getestet haben, Bilder aufgenommen haben, die Komponenten getestet haben. Das Ganze kam dann 1969 nach einigen Rückschlägen, aber auch zum Tragen, als die berühmte Mission Apollo 11 zur Erde, von der Erde zum Mond gestartet ist und am 20. Juli 1969 die ersten zwei Menschen, nämlich Neil Armstrong und Edwin Aldrin, auf dem Mond gelandet sind und ausgestiegen sind. Sie haben dann auch Mondgesteinsproben eingesammelt und die dann auch wieder zur Erde zurückgebracht. Die Mondlandung war eine ganz, man würde heute sagen, eine wilde Sache, fast wie im Wilden Westen. Heute würde vielleicht kaum mehr jemand das Risiko eingehen. Der Computer in der Mondlandefähre war vielleicht nicht einmal ein Zehntel so leistungsfähig, wie heute irgendein Mobiltelefon ist. Trotzdem hat man es damit zum Mond und wieder zurück zur Erde geschafft. Apollo 11 war die erste von 6 bemannten Mondmissionen, die auf dem Mond gelandet sind, Proben wieder zur Erde zurückgebracht haben. Insgesamt haben diese Missionen, nämlich Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, 15, 16 und 17, ungefähr 380 Kilogramm Mondgestein vom Mond zur Erde zurückgebracht. Es gibt 3 unbemannte Missionen bisher, das waren sowjetische Missionen, die in 1970, 72 und 76 auf dem Mond gelandet sind, Luna 16, Luna 20 und Luna 24, die insgesamt zusammen 0,3 Kilogramm Mondgestein vom Mond zur Erde zurückgebracht haben. Es waren aber nicht die einzigen Erkenntnisse, die gemacht wurden. Es wurden nämlich auch viele Forschungsgeräte auf dem Mond installiert, beispielsweise
ein Laserreflektor, mit dem man Laserstrahlen von der Erde zum Mond und wieder zur Erde zurückreflektieren konnte, der beispielsweise zur ganz genauen Abstandsmessung gedient hat. Es gibt 3 solcher Laserreflektoren auf dem Mond. Es wurden aber auch Magnetometer installiert, es wurden installiert Seismometer, die Mondbeben messen konnten und viele andere Dinge. Und diese letzte Apollo 17 Mondmission war 1972 und seit damals ist leider, muss man sagen, für die Wissenschaft kein Mensch mehr auf dem Mond gewesen. Es wird aber daran natürlich gearbeitet, weitere solche Mondmissionen zu machen. Möglich wurde diese große Mondforschung unter anderem durch den Bau einer gigantischen Rakete, der Saturn V Rakete, die insgesamt über 100 Meter hoch war und eine der größten und stärksten Raketen ist, die jemals gebaut wurde. Es gibt auch ein paar interessante Nebengeschichten hier, beispielsweise von Apollo 11. Die Bilder, die man so kennt von der Mondoberfläche, zeigen immer nur Edwin Aldrin auf der Mondoberfläche, weil Armstrong diese Bilder aufgenommen hat. Armstrong war der Erste, der auf den Mond gestiegen ist. Sein Kompagnon Edwin Aldrin, der wollte selbst sehr gerne zuerst auf den Mond steigen und hat gesagt, ja, das ist so gefährlich, dass der Kommandant, der soll sich da nicht opfern, er opfert sich. Ne? Das war natürlich durchschaubar, warum er das möchte, ne? Denn an den zweiten Menschen am Mond erinnert man sich etwas weniger als an den ersten Menschen am Mond. Und lustigerweise hat er sich dann, weil er überstimmt wurde, geweigert, irgendwelche Bilder vom Armstrong auf dem Mond aufzunehmen. Der Edwin Aldrin allerdings, der hatte auch eine sehr interessante Familiengeschichte. Seine Mutter trug nämlich den Namen, den Familiennamen Moon. Ihr Name war Marion Moon. Und hier gibt es eine Kunstinstallation der amerikanisch-italienischen Künstlerin Paola Metallo, die diese Marion Moon, die Mutter des Edwin Aldrin, die sich interessanterweise ein paar Monate vor der Landung des Mondes selbst das Leben genommen hat, thematisiert. Das heißt, auch hier wieder der Einfluss zwischen Raumfahrt, Mond und Kunst. Was haben uns jetzt alle diese Mondproben, die zur Erde zurückgebracht wurden, eigentlich erzählt? Viele Leute sagen ja, wozu fliegen wir überhaupt zum Mond? Nun, wir haben sehr viele spannende Dinge gelernt. Natürlich, lustigerweise, früher haben manche Sagen gesagt, ja, der Mond besteht ja aus grünem Käse. Wir haben hier auch ein kleines Ausstellungsobjekt dazu, das eher lustig zu sehen ist, obwohl manche Wissenschaftler haben das auch mit einem etwas zwinkern im Auge halb ernst genommen. Aber was uns diese Mondgesteine erzählt haben, sind ganz, ganz spannende Dinge. Zum Beispiel, dass der Mond ein geologisch relativ einfacher Körper ist, der wenige Gesteine enthält, wenige Gesteinsarten enthält und diese Gesteinsarten haben 4 Hauptminerale nur, nämlich Olivin, Plagioklas, Pyroxen und Ilmenit. Irdische Gesteine bestehen aus viel, viel mehr verschiedenen Mineralen. 98% aller Mondgesteine bestehen aus nur diesen 4 Mineralen. Was wir außerdem gelernt haben aus der Untersuchung der Mondgesteine ist, dass die Oberfläche des Mondes, die Gesteine, die wir kennen, viel älter sind als die ältesten Gesteine, die auf der Erdoberfläche erhalten sind. Im Durchschnitt ist die Mondkruste etwa 4,4 Milliarden Jahre alt. Auf der Erde findet man praktisch kein Gestein mehr, das so alt ist, weil auf der Erde geologische Prozesse permanent in Tätigkeit sind. Das ist übrigens ein weiterer Beweis dafür, dass natürlich die Mondlandungen tatsächlich stattgefunden haben, weil es wäre unmöglich, solche alte Gesteine auf der Erde irgendwie zu faken, zu simulieren, weil wir haben keine solchen alten Gesteine auf der Erde. Wir haben aber auch gelernt aus der Untersuchung dieser Mondgesteine, und hier sehen wir eigentlich eines unserer tollsten Objekte in der Ausstellung, nämlich einen riesengroßen sogenannten Mondmeteoriten, also ein Stück Mondgestein, der wie ein Meteorit auf die Erde gekommen ist, der größte, der in zumindest jedem europäischen Museum zu sehen ist. Wir haben gelernt aus diesen Untersuchungen, wie der Mond entstanden ist. Wir wissen jetzt beispielsweise, dass der Mond ein bisschen jünger ist als die Erde, als nämlich die Erde im Entstehen begriffen war vor etwa 4,5 Milliarden Jahren und zu ungefähr 3/4 fertig war, durch Zusammenstoß von kleineren Objekten, ist ein größeres Objekt mit der Erde kollidiert, hat
Gestein von dem Mantel dieses kollidierenden Objektes, ein bisschen Erdmaterial, in eine Umlaufbahn um die Erde geschleudert. Die beiden Kerne sind miteinander verschmolzen und aus dem Material in der Umlaufbahn ist unser Mond entstanden. Und deswegen hat, weil diese Gesteine haben eine Hochtemperaturvergangenheit hinter sich, deswegen sind zum Beispiel die Gesteine des Mondes arm an leicht flüchtigen Elementen und auch arm an eisenähnlichen Elementen, weil die sind alle im Kern gelandet. Das war also die wunderbare Erklärung der chemischen Zusammensetzung der Mondgesteine. Nun, in der Zukunft hoffen wir, dass auch wieder nicht nur Raumsonden, sondern auch Menschen zum Mond fliegen werden und eine Installation, eine sogenannte Virtual Reality Installation der bekannten amerikanischen Künstlerin Laurie Anderson zeigt uns hier vielleicht noch ein bisschen den Weg. Wir sehen auch den wunderschönen Rückblick vom Mond zur Erde, der uns zeigt, was für ein ganz besonderer Planet unser